schönen Platz hier in der Sonne, schön warm. Oh, am besten Platz. So, als wir den Garten geplant haben, war ja schon genauso ausgerichtet als Therapie- und Demenzgarten, sodass wir auch geguckt haben, dass alle Sinne angesprochen werden. Und es gibt einen Naschbereich, es gibt einen Duftbereich, es gibt einen Kneippbereich für Füße und Arme, es gibt Tastkasten, es gibt eine kleine Gärtnerei oder unsere Gärtnerei mit Hochbeeten, wo auch gesät, pikiert, gepflanzt und geerntet wird. Und es gibt einen Gedenkgarten. Fußtastweg, ganz wichtige Sache zur Gleichgewichtsübung und zum Training, weil das ist eins der wichtigsten Sachen, die ein alter Mensch immer wieder trainieren und üben muss, damit er sicher auf seinen Beinen steht und, falls er mal ins Straucheln kommt, sich doch leichter abfangen kann. Na, Frau Vogt. Frau Vogt hat einen Strassblumen gepflückt. Ja, wir haben die Sonne gepflückt. Therapeutisches Arbeiten im Garten mit dem Mediumgarten mit einem Ziel. Und gibt es verschiedene Ziele, und zwar das größte natürlich Mobilität, soziale Komponente, Zusammenkommen, Kommunikation, physische und psychische Gegebenheiten erhalten, verbessern, allein Freude bereiten, aber vor allen Dingen den Bewohner bei uns in den Altenheimen oder in Pflegeheimen nach draußen bewegen, Sonnenstrahlen genießen, einfach der Bettlägerigkeit entgegenwirken, Motorik fördern. Das hat viel Erinnerungscharakter, und da kann man viel alte Geschichten auch aufbereiten. Dann, Sie hörten es gerade, singen, Geschichten gehören auch immer mit dazu. Früher hat man sich in großer Runde getroffen und gemeinsam gearbeitet. Und das sind Aspekte, die sind, und Fähigkeiten, die sind bei demenziell Erkrankten im großen Maße vorhanden. Die können wieder hervorgeholt werden, und da kann man drauf aufbauen, und da haben sie Freude dran. Ne? Weil da legen wir viel Wert drauf, dass es wirklich stimmig ist für den Bewohner. Ne? Und wer nicht werken will, wer nicht arbeiten will, weil manch einer hat das auch genug getan sein Leben lang, der darf auch einfach sein, da sein, zuschauen und genießen.